Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titanlords. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja immer noch in dieser Spinnenhöhle unterwegs. Und hier vorne ist unser Gnom, den wir finden sollen. Wir haben eine riesige Höhle voll mit Spinnen ausgeräuchert. Haben jetzt mehrere Quests erledigt eigentlich. Also müssten jetzt eigentlich Herr über mehrere Quests geworden sein. Oh, ein Ring. Spinnenauge erhalten. Moment. Ring. Voodoo-Magie, Astralsicht. Aha. Aha, aha. Ja, das ist ja fürchterlich uninteressant. Gut, Alpo, reden wir erstmal. Atto. Okay, Kleiner, du brauchst Hilfe. Hab's kapiert. Homi Murksakritu. Schätze, du meinst die Spinnen. Jip, jip. Die sind platt. Sorry, ich rempel die ganze Zeit gegen meinen Popfilter, wenn ihr was hört. Du siehst so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Oder willst du hier etwa nach Steinen suchen? Nö, Homie. Rabi Arafaris Kava. Okay. Du willst hier also keine Wurzeln schlagen. So. Wo genau ist Faris Lager? Homie Travotopa Kava, Kapi? Okay. Das Lager befindet sich also ganz oben in der Mine. Jip, jip. Das ist ja komisch. Kann man hier etwa auch von woanders reinkommen? Folge mir. Ich bring dich hier raus. Homie Kumpo! Faris Kava! Faris Kava! Ja, ja, ich bring dich schon in Faris Lager. Du brauchst es nicht ständig zu wiederholen. Fabo! Rami Slova! Homie nix better! Du meinst, ich soll langsam laufen? Jip, jip! Okay, dann laufe ich halt langsam. Aber die Fackel nehme ich mir noch mit, wenn ich darf. Ja, das ist jetzt komisch. Kann man hier quasi tatsächlich von woanders auch rein? Weil sonst könnte man doch den nicht fragen, wo Faris Lager ist. Oder setzen die einfach auch voraus, dass man hier einfach so erst runtergeht, bevor er mit allen spricht? Dann ist es natürlich gut, dass der ihm sagt, er will nach oben in die Mine. Ansonsten müsste man ja nicht mehr mit dem... Was ist los? Rami Taki Gemo! Was? Nix Gemo! Na gut, dann heb deinen Gemo auf. Miss Miller, Rami Iowa Gemo. Was du nicht sagst, gehen wir weiter. Gib Rami's Bedda. Gott, Mann. Wie geil ist das denn? Okay. So, jetzt haben wir ja zum einen dafür gesorgt, dass der eine wieder arbeitet, weil wir die Monster beseitigt haben. Und zum anderen wird ja der andere wieder vereint sein dann mit seinem Slasher-Kollegen, oder? Du kannst wieder arbeiten. Die Viecher sind erledigt. Du meinen Gnu wieder in Sicherheit? Yep. Tantan. Hier, das ein für dich. Ja, gerne. Vielen Dank. Magische Kristalle ohne Ende hier. Ich liebe euch. Ich liebe euch. So, was haben wir denn hier hinten eigentlich noch? Bist du auch noch einer von denen, die nichts machen so? Hallo? Vega! Was hast du, Kleiner? Kefkir, kein Kumpo mehr. Klaut Glitzersteine. Und wenn Vega nix liefert, Glitzersteine, Wallamir böse. Aha. Sag Wallamir doch, dass Kefkir dich bestohlen hat. Humigaga? Wallamir sind Probleme von Gno egal. Immer sagen mehr Kristalle, blöder Humi. Ohne seine Kristalle, Vega hat großes Problem. Ganze 5 fehlen für nächste Lieferung. Meine Hilfe bei dieser Sache kostet dich was. Was? Wenn ich dir helfe, erwarte ich, dass du mich dafür bezahlst. Vega Kumpo? Dafür kann ich mir auch nichts kaufen. Etwas Gold kannst du doch sicher locker machen. Okay. Vega gibi Gold für Glitzersteine. Naja, da haben wir ja auch alles genug. Klar. Ich besorge dir 5 Kristalle. Jip, jip, Homie gibi Glitzersteine. Famo! Famos, ja, hier. Hier hast du 5 Kristalle. Tantan, Homie, ist Granne Kumpo. Und was ist mit meiner Belohnung? Jip, jip, Vega hat Hono, gibi Donner für Homie. Bing, 20 Gold. So. Wie viel wirft diese Mine ab? Viel, ist gute Mine. Genaue Zahl Vega nicht weiß. Aber Kava ist hartnäckig. Gibt nicht umsonst her ihre Schätze. Wenn alle Gno helfen mit, wir schaffen nächste Lieferung sicher. Gut für Zaubermänner und gut für Gno. Allerdings. So, ist das hier ein Buch zum Lesen? Nein, aber das hier ist eine Stelle zum Schürfen. Gut, dann würde ich jetzt eigentlich, glaube ich, schon mal behaupten, wenn wir zu... Wir müssen nochmal zu Kefkir gehen und ihn vom Clown abhalten.
Oder haben wir dem schon gesagt, dass wir das in Ordnung finden? Nee, ich glaube nicht. Das hier war jetzt, glaube ich, wirklich bloß dafür gedacht, dass der Kristalle braucht, die ihm Kefke geklaut hat. Ansonsten gibt es hier nichts mehr zu richten. Dann bringen wir mal unseren Kollegen hier noch nach oben. Und dann sollten wir doch eigentlich schon alle soweit gedönst haben, oder? Omi? Dann sind doch alle... Was ist denn jetzt schon wieder? Granne Draco, Odotini Draco, Akafaris? Rami Wana Granne Draco. Nix, Treppi. Oh Gott, nein. Der will nicht Treppe gehen, der will über einen Aufzug. Na gut, wir nehmen den langen Weg. Omi, Fabo, Kerl. Ja, ja, weiter. Ja, und was ist jetzt der lange Weg? Nix Trappo, hat er gesagt. Wo dann lang? Ich verstehe ihn nicht. Wer bist du? Ach ja, den hatten wir ja schon, genau. Banu Haka, genau. Magischer Kristall, gut. Tja, was machen wir jetzt? Was ist der lange Weg? Ich verstehe nicht, was der Typ jetzt von mir wollte. Ach, wir gehen hier jetzt einfach hoch. Er muss mir ja folgen. Nix Trappo. Irgendwie habe ich verstanden, er will nicht die Treppe nehmen, sondern vielleicht dieses Ding da, was einen Aufzug darstellen soll. Ja, keine Ahnung. So, ey, ich habe Rami gefunden. Was deine Kollegen hier unten angeht. Ich habe mit Vega gesprochen. Yep. Er hat keine Probleme mehr. Supi, Homie. Supi, Homie. Ich habe mich um Banus Probleme gekümmert. Gut, Homie. Banu ist wichtiger Arbeiter. Ich habe Rami gefunden. Er hat im unteren Teil der Mine einen Durchbruch entdeckt. Dort kam eine große Spinnenhöhle zum Vorschein. Kaka, ich hoffe, er hatte nicht zu großen Schreck bekommen. Ihm geht's gut. Miss Miller, ich freue mich. Dann wird Rami bald wieder arbeiten in Kawa. Sehr gut, dann habe ich doch eigentlich alles geschafft. Omi ist Ramis Kumpo. Ja, ist schon gut, Kleiner. Rami nur Tini Dingi für Homi. Toll, na das hat sich ja gelohnt. Gut. Ich glaube, dann haben wir es geschafft, oder? Wir gehen jetzt mal raus zu unserem Kollegen hier und fragen den, was der davon hält, dass hier in der Mine wieder alles flutscht wie eine Wurst mit Butter bestrichen. Meint er, die flutscht? Wenn man eine Wurst mit Butter bestreicht? Habt ihr sowas schon mal gegessen? Stell dich mal vor, ihr esst einen Wiener, aber wälzt das vorher in Butter. Ja, Also generell überhaupt keine schlimme Vorstellung, weil wenn man Wiener braten würde in der Pfanne, würde man ja auch vielleicht Butter nehmen als Fett zum Braten und so. Aber einfach so, wenn er die Butter ein bisschen warm macht und dann, naja. Gut, wir gehen jetzt hier mal raus und gucken, ob unser Typ zufrieden ist mit dem, was wir in seiner Mine alles so angestellt haben. Ich wäre auf jeden Fall sehr zufrieden mit uns, muss ich sagen. Wo steht er denn jetzt? Macht er schon wieder Feierabend hier? Machst du Pause, Digga? Hier ist er nicht. Ah ja, da vorne steht er. Am Lagerfeuer. Natürlich. Er sitzt und brät sich Marshmallow. So war er mir. Ich habe mich um deine Mine gekümmert. Das will ich dir auch geraten haben. Da, nimm dieses Gold. Damit du merkst, dass harte Arbeit sich lohnt. Und jetzt, Abmarsch. Wow, wenn wir einschüchtern 100 hätten schon, könnten wir den Typen... merken uns für irgendwann mal, wo? So. Alles klar, jetzt brauche ich aber trotzdem noch irgendwie... Oder haben wir das jetzt geschafft? Ah ja, jetzt haben wir das hier quasi erledigt. Das bin ich. Okay, alles klar, dann haben wir das erledigt, dann können wir quasi zur nächsten Mine gehen. Jo, quasi wieder hier runter und dann den Weg vor. Ja, kriegen wir hin, oder? Ja. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt auch bloß noch hin. Viel mehr gibt es dann für uns in diesem Part auch gar nicht mehr zu tun, denn die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Abgelaufen. Nicht zu kaufen. Ich weiß nicht, was ich reimen kann. Das ist ein Land voller Tortendrang. Was ist denn Tortendrang, fragt ihr euch? Ich bin gespannt, was wir in der nächsten Mine noch so machen müssen. Ob sich das jetzt immer wieder gleicht, ob wir immer wieder diesen Gnomen irgendwie den Arsch treten. Hallöchen! Tja, hab ich geblockt, hä? Hast du ja nicht mehr gerechnet, Scheißvieh. Das ging ja jetzt schnell.
So, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind an der nächsten Höhle. Ach nee. What? Au. 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 Und. Aua. Dass man auch immer nur den trifft, den man anvisiert, ne? So eine Scheiße. Aua. Komm schon, stirb! Stirb! Oh Gott, wo ist die geflogen? Ich hab kurz gedacht, sie ist aus in den Himmel. Irgendwie komisch. Zack! Tja, damit haben die nicht gerechnet, Bones. Damit haben die einfach nicht gerechnet. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Ich glaube, ich bin falsch gegangen. Die Mine ist unter uns, ne? Ja, da hätten wir hier runtergehen müssen. Hier ist die Mine. Na gut, dann gucken wir uns eben hier oben um, wenn wir schon mal hier sind. Natürlich brauche ich einen Dietrich. Ich kann nichts ohne Dietrich. Rein gar nichts. Aber wenigstens steht hier ein Haufen Zeug zum Sammeln rum. Vielleicht noch ein Taranis-Kräutchen? Ein Kräutchen? Oh, hier gibt es ja noch interessante Locations, muss man sagen. Das können wir alles noch entdecken, liebe Kinder. Alles können wir da noch entdecken. Was haben wir hier? Eine Spruchrolle. Teleportstein! Bing! Ah ja, also wir können quasi die Teleportsteine unabhängig überall sammeln und brauchen die, um Teleporter zu aktivieren. Es ist also nicht so, dass jeder Teleporter quasi einen zugehörigen Teleportstein hat oder so. Das dachte ich nämlich bis jetzt. Ey, schon schön hier. Schon schön auf Taranis. Schon schön. Flutschi flutsch. So, jetzt suchen wir uns hier mal den schnellsten Weg nach unten. Obwohl, ja, liebe Freunde virtuell. Was? Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich würde sagen, bevor wir hier jetzt runtergehen und uns zur nächsten Höhle. Wo ist denn Bones jetzt schon wieder? Bones? Bones? Oh Gott, Bones ist verschwunden, oh nein. Wer ist ja hier? Bones? Was ist los? Willst du nicht mehr? Na komm, ab! Bones? Du hast jetzt aber nicht irgendwie einen... Bones? Geh mal von der Treppe runter, bitte. Geh mal runter. Oh, Bones. Bitte, oh, mach mich nicht schwach. Okay, liebe Kinder, Bones wird uns schon noch folgen. Ach, wisst ihr, was wir machen? Liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Risen 3 Titan Lords, schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.